Ja, ich gehe jetzt hier einfach nochmal tiefer runter, ne? Mal gucken, was bringt. Hier ist was. Ich kann mir vorstellen, nicht mehr so richtig wirklich. So, hier muss ich jetzt aber auch aufpassen, dass ich die komischen Warper nicht trigger. Die sind so... Oh, die ist so nervig. So nervig. Ja, hier, lass mich da raus, komm. Du da, verzieh dich. Da oben ist ein Warper, okay. Da hinten auch. Da gehe ich mal einen schönen Bogen drumherum machen. Das sage ich dir. Nix Warper hier. Energie voll. Das ist gut. So, jetzt muss ja hier irgendwo der Dicke dann sein. Da vorne ist er schon. Das ist die Frage, was machen wir jetzt mit dem da? Wahrscheinlich nicht, ne? Keine Ahnung, wir gucken uns jetzt hier um. Ganz ungehindert. Na? Ja, ja. Okay, er greift an. Mit irgendwelchen Feuerbällen. Aha. Okay, ich habe schon mal gefangen. Ein Seedrache ist das, okay. Das ist also dann doch ein Seedrache. So, dankeschön. Und ciao, mach's gut. Achso, hier, verziehe dich. Ich häng fest. Geh weg. Hier. Hey! Geh weg! Gut Ding. Weg von meiner. Danke. Ja, er hängt so ein bisschen fest. Ist doof, wa? Tja. Ja, du bist echt so ein bisschen lustig, ne? Weißt du das? So richtig überzeugend gefährlich ist er nicht. Aber macht nichts. Ja, ja, ja. Der ist jetzt so unzufrieden, dass er da festhängt. Was kommt davon, wenn man sich mit mir anlegt? Dem großen Pyrogar. Was ist denn los? Echt keine Ahnung, was mit dem los ist. Der kommt halt nicht klar, ne? Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt, das Kyanid noch mitzunehmen. Na naja, gut, tut nicht schaden. So, aber ich muss jetzt hier mal weiter gucken. Hier sollte ja noch irgendwas kommen. Mal abgesehen von dem Seedrachen. Dann muss ja irgendeinen Sinn haben, ne? Dass der hier ist. Was ist denn das da hinten? Das sieht ja lustig aus. Hm. Ja, er ist da. Unterwegs. Das macht ja alles nichts. Ah, das sieht schon echt cool aus hier. Oh, guck mal da. Da. Ich habe was gefunden. Ich habe keine Tafeln mit. Ah, nee. Ich habe wieder keine Tafeln mit. Oh, hier ist was. Hier ist was. Zeig, zeig, zeig. Was ist das? Also hier ist es schön warm, aber ansonsten... Was sind denn das für Teile? Kann ich hier aussteigen? Ja. Which has formed in this area can be carbon dated to between 800 and 3000 Earth years ago. Welcome aboard, Captain. Hübsch. Also irgendwen Kreaturen-Eier haben wir uns jetzt hier geschnappt. Bin mir nicht sicher, was es wird bringen. Ja, ich gehe jetzt hier einfach nochmal tiefer runter, ne? Mal gucken, was bringt. Hier ist was. Okay, jetzt ist die Frage, wo geht's da rein? Ja, ja, ja.
Ganz ehrlich, Kollege. Ganz ehrlich, du. Du hast echt Probleme. So. Auf geht's. Wir gucken mal, wo der Eingang ist. Das Ding sieht aber noch nicht kaputt aus. Was mich so ein bisschen wundert. Ich hätte damit gerechnet, dass das in jedem Fall hinüber ist. Da ist der Eingang. Komm, geh rein. Ja. Du schaffst es. Ich glaube an dich. Ist hier Wasser? Nö. Jetzt guck hier Wasser. Das ist ja nice. Was bist denn du für einer? Ja, nee, geh weg. Was bist du für einer? Ein fremder Roboter. Bist du gefährlich? Bestimmt, ne? Aha, für Gewinn. Ja, nö. Was denn du hier? Hier geht's auf jeden Fall nicht rein. Tafel einsetzen. Wow. Sicher, Ionenwürfel zum Abbau der Ressource. Wow, okay. Warte mal, wie konnte man den bauen? Diamant noch zwei, okay. Ich hoffe, ich finde jetzt hier einfach eine Tafel. Das wäre ganz hübsch. Huch, was war denn das? Alles klar, Spiel. Hier ist eine Datenkonsole. Daten über Fossilien. Ach, bist doch gefährlich, oder was? Mach dich weg. Was soll das? Mich ärgern hier. Mist. Ich brauch Tafeln. Ach, verdammt. Wieso habe ich die Tafeln denn mitgenommen? Jetzt muss ich hier irgendwo welche finden. Ich werde hier garantiert jetzt gleich keine finden. Und dann sehe ich wieder alt aus. Oh, was haben wir denn hier? Hier ist rot. Achso, hier geht's wieder raus. Noch ein Eingang in das Teil. Hübsch. Soweit. Aber. Ja, und hier brauchst du auch einen Ionenwürfel einsetzen. Warte mal, das geht. Und dann kann ich mal gucken, wo ich da rauskomme. Da unten war ein Ionenwürfel. Ich habe ihn genau gesehen. Ich weiß nicht, warum ich ihn mitgenommen habe. Bin mal gespannt, wo ich dann rauskomme. Kann ich den mit dem Krebs gehen? Das ist halt nicht. Mist, ich brauche mindestens zwei Tafeln, um hier weiterzukommen. Ah, Spiel ist doof manchmal. Und ich werde mit dem Krebs da unten den Würfel hier abbauen. Dann suche ich mir Diamant und dann bastel ich mir einfach die Tafeln, ganz ehrlich. Ach ja, du. Du machst doch bloß Ärger. Komm, verziehe dich. Ich will doch gar keiner. Hier mein Krebs. Komm. Auf geht's. Schnapp dir den Ionenwürfel. Dann kommst du hier halt ohne rein, ne? Ionenwürfel abbauen, ja. Fremde Energiequelle mit hoher Kapazität. Ionenwürfel im Frachtraum. So wollen wir das sehen. Frage ist, komme ich jemals wieder heim? Bestimmt. Wie gesagt, ich mach kurz zur eigentlichen Basis zurück. Ich weiß ja jetzt, wo hier das Teil ist. Das findet man gleich wieder. Ja, jetzt bau das halt ab. Komm. Stell's schon hier so an. Und wir machen uns mal drei solche Tafeln, würde ich mal sagen. Ich guck echt mal, wo ich jetzt hier mit rauskomme, schon mal, ne? Vielleicht finde ich ja irgendwas Cooles. Ich glaube, man kann ja hin und zurück jetzt mit dem, wenn man das aktiviert hat. Und los! Ja.
Los. Kannst. Ja, wir sind da. Das ist die Frage, wo sind wir da? Aha, hier sind wir. Genau, das ist hier die Vollstreckungsplattform. Was uns doch gerade überhaupt nichts nützt. Außer wir haben uns geheilt, dann können wir hier gleich das Ding deaktivieren. Mist, wir müssen nochmal zurück. Wir müssen Tafeln bauen, mindestens 3 Stück. Ach ja. Das Teleportieren, ne? Ach, das ging schneller, okay. Muss schon sagen, nochmal so lange warten jetzt hier. Ich hab keinen Bock zu. Gut, gut. Ja, dann mache ich mich jetzt hier wieder zurück. Wo muss ich denn jetzt hin? Dass ich hier irgendwie... Wo ist denn das hier? Keine Ahnung. Oh ne, hier ist ein Warper. Das fehlt mir ja. Wie Magengeschwür. Komme ich jetzt hier wieder raus? Hier hinten vielleicht. Versuch's mal. Muss irgendwie wieder hoch. Ich meine, das hier sieht ja schon mal gut aus. Glaube ich. Irgendwie hoch müssen wir. Hier ist kristalliner Schwefel und so ein Zeug. Ja, hier sind wir. Hier sind wir richtig. Ja, ja, du ärger mich wieder. Sehr gut. Es ist ein bisschen doof gelöst mit dem Hin- und Hergerenne ständig. Ich hätte ja jetzt gehofft, dass sie dann wenigstens da auch dort ein paar Teile verstecken, die man so braucht. Ich muss da hinten hin irgendwie. Ja, wo bin ich jetzt hier? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Und auch nicht, wo ich hier rauskomme. Ja, da ist er wieder. Ja, der wird mir jetzt wieder gleich auf den Senkel gehen, oder? Wieso wirklich? Weil er ist echt unbeweglich. Wo ist denn hier der Ausgang? Ich hab das Gefühl, ich bin ein bisschen hoch oder so. Nein, nicht dein Warper. Verdammt. Wo bin ich hier? Und wo muss ich lang? Ich will hier wieder raus. Ich glaube, ich müsste links rum, oder? Ich denke links rum, aber ich bin mir nicht sicher. Versuch's mal in die Richtung. Ich weiß ja, dass ich aus der Richtung gekommen bin, wo er immer rumschwimmt. Wo immer er jetzt hin ist. Hat sich ja verdünnisiert irgendwie. Mal hier könnte man richtig sein. Obwohl, hier geht's noch tiefer runter, ne? Das kann so nicht richtig sein. Ah, hier ist der Reaper. Der Reaper Leviathan. Das ist gut, dann bin ich hier schon mal auf der richtigen Fährte. Ja, und er macht da oben jetzt Action. Feuer, ich bin hier da. Der Heinz bin ich. Von wo habe ich denn den Reaper gefunden? Wo ist denn hier mein Ausgang? Ich bin jetzt echt verwirrt, ne? Och nein, nicht du. Verzieh dich. Das. Oh. Vielleicht in diese Richtung, du Drecksack. Mist, Drecksbobel. So gemein hier. Ja. Los, verzieh dich. Ach, das ist schon wieder zu kurz. Da gibt's ja alles nicht. Mann, no meter. Und ich muss hier raus irgendwie. Ich weiß nicht, wo ich lang muss dafür.
War das hier hinten? Das ist eine gute Frage, ne? Kristalliner Schwefel ist da. Das ist ja schon mal gut. Aber wo muss ich lang, verdammt? Ah. Ja, ich mache jetzt einfach mal hier lang. Ja, keine Ahnung, wo ich hier rauskomme, ne? Also ich habe eine Vermutung, wo das hier ist, aber... Das ist nicht das, wo ich hier reingekommen bin, das kann ich euch sagen. Vielleicht gibt es ja noch einen Weg. Manometer, du. Ich weiß, glaube, wo ich hier bin. Das ist, da hinten, ne? Wo... wo wir in der letzten Aufnahme aufgehört haben, ist das hier, glaube ich. Also ich hoffe, dass es das hier ist. Weil dann weiß ich nämlich, wo ich jetzt hier gleich rauskomme. Und das wäre ganz okay. Ach, jetzt bleibt doch nicht hängen. Komm. Dann kann ich mich heilen, wieder ausrüsten, einen Diamant zusammensuchen und dann... Ja, können wir weiter quasi. Ich muss jetzt hier mal hoch irgendwie. Das sieht hier nicht schlecht aus. Das könnte richtig sein. Auch wenn das alles übelst weit weg ist, ne? Wow. Ja, komm, und dann bleibt er wieder an diesen komischen Pilzen hängen. Oh, reich mich nicht, du Kollege, du. So, weiter, weiter. Ich glaube, das war das hier. Dann müsste es da oben irgendwie dann hochgehen. Dann kommen wir an dem Lebensbaum vorbei. Und dann sind wir wieder da, bei unserer Basis. Dann können wir den gleichen Weg auch wieder runtergehen, wenn wir wollen. Ich meine, das führt ja jetzt alles zum selben Ort, wie es aussieht, von daher. Hey, ist das hier richtig? Ja, keine Ahnung, ne? Ich versuch's mal hier lang. Ja, das sieht richtig aus. Das ist genau da, wo wir waren. Dann können wir den Weg auch wieder nach unten nutzen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, weil ich mich da echt... in der andere Richtung war ich irgendwie schneller da. Habe ich das Gefühl. Wobei, nee, wirklich, da muss ich erst zu diesem komischen Leviathan da und... Ach, nee. Ey, überall. Ja, sicher. Mach mich doch halt platt. Mann, ey. Ja, und dann reicht's wieder nicht. Und vorbei. Ach, komm. Diese Arschviecher, und dagegen die kannst du nichts machen. Riech mich nicht auf. Riech mich nicht auf. Jetzt muss ich da irgendwie wieder hin. Muss ja meinen Teil holen. Naja, ist ja nicht so weit weg. Aber ich brauche dafür... Wo ist er denn? Hier, den brauche ich. Auf geht's. Wenn ich jetzt hier gleich nochmal sterbe, ist auch egal. Ganz ehrlich. Das ist ja echt... da riecht mich das Spiel ja echt so auf mit diesem Warborn, ey. Das sind ein paar Arschviecher. Du kannst nichts gegen die Schweine machen. Du kannst sie nicht immer umbringen. Das ist so affig. Oh, ich hoffe, ich komme da jetzt rechtzeitig hin. Bevor mein Sauerstoff ausgeht, weil dann... Na, wobei, wenn nee, ist auch nicht so schlimm, bin ich halt einfach wieder tot. Ab macht ja auch nichts hier. Wenn der Krebs weg wäre, das wäre ein Problem, weil da die ganzen Ionenwürfel drin sind. Aber das reicht. Komm ich locker hin. Diese Kackwarper, ey. Zieht euch bloß, ey. Das ist halt die Frage, sollte man die mit dem Stasegewehr versuchen festzunageln und sich dann verpissen? Ist wahrscheinlich effektiver, ne? Ich wusste gar nicht, dass da einer ist. Mist, ey. Wenn ich dich sehe, du. Ja, mein Krebs ist jetzt da unten. Ich wüsste gar nicht, wo der Warper hin ist. Scheinbar weg. Er hat scheinbar keinen Bock mehr gehabt, der Warper. Er hat sich gedacht, ah, ich habe ihn umgebracht. So, jetzt kann ich mich verpissen hier. Wunderbar.
Ich frage mich echt, wie du das im... Wenn du den Hardcore-Modus spielst, ne? Du bist kurz vorm Ende und dann wegen so einem Kack musst du nochmal von vorne anfangen. Da würde ich ja sowas von die Krause kriegen. Weil die Viecher sind ja echt für den Arsch. Die sind so für den Arsch. Akkursion. Ja, ich mag die echt nicht. Die sind echt doof. Dieses dämliche Rausteleportiere, du kommst, entkommst denen. Nee, du kannst nichts gegen die machen. Die sind alle für den Hintern, ne? Ich muss dann das nächste Mal wahrscheinlich echt versuchen, einfach die mit dem Stasegewehr festzusetzen und mich dann zu verziehen. Das macht wahrscheinlich mehr her. So, egal. Wir brauchen jetzt erst schon mal 6 Diamant. Das könnte ein Problem werden, 6 Diamant zu besorgen. Und Magnetit bräuchte ich auch für mehr Suchreichweite, fällt mir gerade so ein. Das wäre auch noch eine Idee. Ja, guck mal gleich mal. Vielleicht findet man die 6 Diamant doch einfach so. Das wäre... Ich glaube es zwar näher, aber das wäre nice. Weil dann hätten wir gleich die 3 Tafeln. Und dann nutzen wir die einfach mal. Ich weiß gar nicht, ist das hier in dem Spiel so, dass man Zeug verliert, wenn man stirbt? Ich glaube nee, oder? Ich meine ja immerhin das. Ist ja schon mal ganz nett. Weil wenn man schon so dämlich stirbt, dann... dann noch was zu verlieren, das wäre natürlich ein Traum. Deswegen denke ich ja, der Hardcore-Modus ist echt für den Hintern. Scheiß Warp. Ah, Dreckviecher. Grüße Aggression, grüße da ja. Da. Ja. Zurück zu meiner Kamera. Und alles nur, weil dort irgendwas verschlossen ist, wo du diese dämlichen Tafeln brauchst. Das ist genauso nervig. Es ist unnötig, dass das Ding dazu ist, wenn du die Tafeln bauen kannst. Es ist nur sinnloses Hin- und Hergerenne gerade. Deswegen mag ich das überhaupt nicht. Hier, kein kristallinen Schwefel, ich brauche Diamant. Und Essen brauche ich auch. Ja, gib mal gleich mal her. Oh, da geht's wieder. So, gleich nochmal neu anpflanzen. Was will denn der Fisch jetzt hier bei mir drinnen in der Bude? Verziehe dich. Okay, Nährstoffblöcke und Wasser ist noch alles da. Ja, dann nimm nochmal eine. Gut, 100. Hast du Diamant gefunden? Ja, hast du. Einen ganzen, 2 ganze, 3 ganze. Okay, ein bisschen was haben wir. Dann holen wir uns den mal. Oh Gott, der ist ja sonst wo. Naja gut, egal. Wir brauchen ihn, also ran damit. 4 Diamant. Ich hoffe, er findet noch einen 5. An der Decke, ey. Okay, ist ja auch interessant. Na los. So, ein Hammer. Auf zum nächsten, der ist da hinten gleich. Na gut, eigentlich würden uns 4 Diamanten ja eigentlich auch reichen. Du verzieh dich. Oh, hier sind 2 gleich. Na, sieht's gut aus. Ich denke, da kriegt man 3-mal hin. Ist ein bisschen doof, dass die Viecher da rumeiern. Ja, ich kann die ja festsetzen. Ja. Ja, genau. Das war schlau. Hier. Bleib mal da. Niemand will mit dir spielen. Da oben sind gleich 3-mal Diamant. Wo ist denn das? Das sieht so nah aus, ne? Und dann machst du dich hin. Sonst wo. Hier ist nichts nah. Verdammt. Ich hole mir den Diamant da hinten noch. Dann gucke ich erst mal. Die sehen viel näher aus, als sie sind. Ich meine, ich brauche ja den Segleiter hier eigentlich für nichts anderes mehr. Alles andere mache ich ja mit meinem treuen Krebs.